Feuerresistenztränke mitnehmen, Geschwindigkeitstrank mitnehmen und dann gehen wir nochmal zu unserer Lohenfarm da drüben. Jetzt haben wir ja doch ein bisschen mehr Schutz. Wobei, der Rest ist ziemlich kaputt. Ach, das macht schon nichts. Das wird niemanden auffallen. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Nachher wahrscheinlich auch am Arsch. Oder immer noch da, wo wir... Ah, das ist ja großartig. Wir kommen also nicht mehr zu unserem alten Portal. Können aber hiermit immerhin abkürzen, oder wie? Sehe ich richtig. Ich habe meine Portale wieder verbuggt. Super, wir kommen also nicht mal an den alten Punkt zurück, wo wir unsere schöne Neta-Farm aufgebaut haben. Das gefällt mir echt, das ist super, aber wir können immerhin abkürzen nach Hause. Was passiert eigentlich, wenn ich das Portal im Keller abreiße? Funktioniert dann gar keins mehr? Oder wenn ich alle abreiße? Wenn ich jetzt die hier alle abreiße, die Portale hier abreiße, dann... Weil das brauche ich eigentlich nicht, das Portal. Ich dachte, hier wäre ein Portal ganz klasse. Aber die scheinen zu nah beieinander zu liegen und... Ich weiß nicht, ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr die intelligenteste Problemlösung findet. Wir reißen hier das Portal ab und da vorne das Portal ab und benutzen wieder unser altes. Kommen wir dann allerdings auch wieder bei dem Portal raus, wo wir da rauskamen oder wie läuft das Ganze? Ihr könnt mir ja vielleicht mal weiterhelfen. Auf jeden Fall haben wir unseren Weg extrem abgekürzt. Und ich brauchte das da gar nicht benutzen und habe auch jetzt überhaupt keinen Bock mehr, da hinzugehen. Jetzt mag ich auch nicht mehr farmen. Will ich auch nicht mehr. Nein, jetzt mag ich auch nicht. Halt die Klappe, ich will jetzt nicht mehr. Jetzt musst du mir auch nicht mehr damit kommen. So, Sandfarmen. Villa-Bau vorbereiten. Steinfarmen, gleich Monsterfalle, mehr Tränke herstellen. Haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Lohenfarmen haben wir gemacht. Glowstone haben wir noch nicht geholt. Lassen wir dann mal so stehen. Das ist die etwas unangenehmeren Aufgaben. Sind diese hier. Villa-Bau vorbereiten. Sandfarmen. Ja. Das klingt noch ein Plan. Hallo Vogel. Ja, das mit dem Sandformen, das können wir einrichten. Dafür sollten wir uns nur hier immer wieder unsere Krimskrams kriegst du raus. Ich pack mal alles jetzt bitte rein. So. Dann sortiere ich das. Dann nehme ich da ein Stück mit hier. Ne, nur ein Stück, ja, wie gesagt, ist da rein. Der funktioniert ja gerade eh nicht, weil ich habe den gerade kaputt gemacht. Den nehme ich mit. Schaufel nehme ich mit. Die brauchen wir nicht, brauche ich auch nicht. Brauche ich alles mit. Ich brauche mehr Schaufeln, ich muss hier das Eisen, ich hab das Eisen hier irgendwo mit meinem pseudo-bayerischen Pseudo-Akzent. Das klingt so grauenvoll. Ich möchte mir selber die Ohren immer abreißen. Den zerlegen wir wieder. Und dann sollte das... Ach, wir haben ja hier auch eine Workbench. Dann sollte das für genügend Eisenschaufeln reichen, um viel Sand zu farmen. Damit ich einfach nicht mehr... Naja gut, dann hat das halt nicht wirklich gereicht. Ein Eisen und ein Stock. Großes Kino. Jetzt müssen wir uns überlegen, wo wir Sand farmen. Ich vermute mal in der Wüste. Wäre eine Option. Wo steht die Sonne? Im Zenit. Na, dann können wir noch zur Wüste gehen. Dann farmen wir uns mal so ein kleines bisschen durch die Wüste. Stellen dann schön Glas auch her. Dann müssen wir wahrscheinlich auch schon wieder Kohle holen oder wir besorgen uns Holzkohle, wobei die Bäume jetzt ja nicht mehr so perfekt nachwachsen mit Dünger dauert das jetzt wesentlich länger, bis dann Baum mal wirklich vollständig steht. Deswegen sollten wir uns auch immer noch aus unserem Skelettspawner eine Skelettfalle basteln. Ja, was ich alles machen wollte, ne? Ist schon unglaublich. Hier wäre auch voll geil, so eine Pyramide zu haben. Und dann bauen wir eine große Brücke hier vorne hin. Oder weiter da, also weiter hier irgendwie so hin, bauen wir von, vielleicht von dem Steg aus, hier so eine schräg, so eine, naja, der müsste schon gerade sein. Wir bauen eine Brücke gerade hier rüber und bauen hier eine große Pyramide. Was hätte doch was, ach, hier ist ein Creeper gesprengt. Ich weiß zwar nicht warum, aber hat wahrscheinlich nichts mit mir zu tun. Ah, eine Ziege. Ist das eine von unseren Ziegen? Nein. Ist einfach so eine Ziege. Random. Doch, das ist Sibylle! Sibylle, was machst du in der Wüste? Hier gibt's nichts zu essen. Gerade Sand gefressen? Anscheinend. Oder sie wollte versuchen, meine Schaufel zu fressen. Wieso kommt jetzt eigentlich? Ich habe irgendwie das Gefühl, immer die gleiche Musik. Gibt es was anderes? Werte Lords, werte Ladies, werte Pöbel, zu gar schöner Stunde treffen wir uns heute hier, um diesen Sand ein wenig zu dezimieren. Ja, in unserem Königreich wird Sand benötigt. Wir wollen dort alte Artefakte aus antiken Zeiten nachbauen. Und Glasfarmen für unsere antike Glasbläserei. Ach ja. Also ich mag auch so Mittelaltermärkte. Da können eure Mütter sagen, was sie wollen. Ich finde das nicht dumm. Ich mag Mittelaltermärkte.
Also ich meine, ich laufe jetzt nicht selber verkleidet darum, aber ich gucke da gerne zu und denke mir so, ja, schon schön, dass wir Strom haben. Aber ich mag die Musik auch so gerne, dieses Feeling. Da kriege ich dann wieder sofort, weiß ich auch nicht, so Heimweh nach Büchern aus dieser Zeit. Klingt komisch, wenn ich dazu Heimweh sage, aber ihr wisst vielleicht, welches Gefühl ich meine, das geht fast jedem Menschen so, der gerne solche Fantasiemärchen gelesen hat. Ich meine, für mich war das schon was ganz Besonderes, auf diesem Planeten dieser Art von Kultur zu begegnen. Ja, Drachen und so ein Zeug, total cool. Wir haben ja nur Aliens. Ich meine, ich bin ja selber ein Alien. Und das kam jetzt überraschend für dich. Und ich glaube es auch nicht allen Ernstes, dass jemand, der so bescheuert ist wie ich, ernsthaft auf diesem Planeten geboren sein könnte. Ja, irgendwas muss ich ja sagen, während ich hier Sand farme, um die gesamte Sache interessant zu gestalten. Ich feiere übrigens auch den Mittelalter-Part aus Traumschiff Surprise immer noch wie Sau. Ich habe erst neulich den Film wieder gesehen, der lief ja im Fernsehen, da habe ich am Nachmittag so reingeschaltet, da lief die Wiederholung und es ist immer so wie dieses Werte Lords, werte Ladies, werte Pöbel, dritter Graf Sir Witten Fittenberry, Sindel Vince Fuddel von, ich kann den Text nicht, Sheldon von Castle von Puddingham, Lastings, Pettingham, kann heute, nee, Sir Carsharing, kann heute leider nicht kommen. Oh, ja, ja, die Pest. Dafür aber kurzfristig eingesprungen, der schwarze Ritter von hinten oder so. Keine Ahnung, nee, das ist der rosa-rote Ritter von hinten war es und der schwarze Ritter war das, der mysteriöse schwarze Ritter oder so. Ach, ich feier den Film einfach noch so ab. Und das ist unglaublich spannend hier, den Sand zu farmen. Da möchte ich fast mittelalterlich arbeiten. Wartet. Moment, hätte ich gar nicht machen müssen. Nein. Das war auch noch ein ganz schönes Pack. Chroma Hills. Oh, das dauert jetzt so lange, bis das kommt. Oh, wie die Performance gleich besser wird. Das liegt an meinem Texturenpack, dass die Performance so scheiße ist. Manchmal habe ich das Gefühl, ja. Die Wolken alleine sind extrem belastend. Mal gucken, ob damit die Stadt ein bisschen mittelalterlich aussieht. Ich liebe hier die Steintextur. Das ist ein schönes Texturenpack. Habe ich mal so zufällig auf Minecraft.net Forum Dings irgendwas gefunden. Aber das ist ja noch nicht alles texturiert. Aber passt sich sehr schön in die Atmosphäre ein. Vielleicht sollte ich auch mal wieder pixelige Wolken machen. Aber wow, der Himmel ist schön gemacht. Aua! Ich bin voll reingelaufen. Der Custom-Himmel. Wieso funktioniert der bei mir eigentlich nicht? Oh, ich hätte da gar nicht rausgehen müssen. Hab doch auch, oder war der da und ich hab's nicht gesehen? Ich hab doch auch Custom Skies. Das habe ich vielleicht nicht für Optifine angepasst. Nee, bei mir ist der Himmel definitiv Default. Genauso wie die Sonne. Das habe ich einfach alles noch nicht kompatibel gekriegt. Ständig ändern sich auch die Modifikationen und deren Kompatibilität. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das geht mir auch so auf den Sack, dass ich dann teilweise überhaupt keinen Bock mehr habe, dann auch noch Mod-Unterstützung in meinen Texturenpack reinzupacken und denke mir, ja, Vanilla for the win. Ach. Was ich machen wollte, war eigentlich DokuCraft benutzen. DokuCraft mag ich auch sehr gerne. Mies habe ich mir auch mal wieder runtergeladen, aber es ist einfach nicht meine Welt. DokuCraft, leben wir doch mal eine Weile mit DokuCraft. Das hat so einen mittelalterlichen Stil. Ich arbeite ja momentan auch in einem 32x32 Texturenpack, allein nur um meine Minecraft-Performance ein bisschen zu steigern. Und weil ich liebe es, seht euch das an, die Pixel aus dem Traum. Ach, DokuCraft ist eines der schönsten Texturenpacks und ich werde jetzt eine Weile damit spielen. Das sieht besser aus als meins. Guckt euch das da mal. Das ist. Moment, dass die. Bei mir so buggen, die Bilder. Liegt auch an meinem Texturenpack irgendwie? Ja, ich war. Nee, ach, das buggt da auch ein bisschen, okay. Hanni, du hast so lange gebraucht, die Bilder aufzuhängen. Jetzt machst du sie wieder weg. Ja, das sieht jetzt einfach scheiße aus. Geh weg. Gehst du weg? Gehst du weg? Jetzt kriegt das Bild nicht. Ich geh mal da rein. So hängt man übrigens Vorhänge professionell ab. So. Hallo Hühnchen. Klack und zu. Passt auch viel besser zu den Modifikationen, die wir nutzen. Ich hoffe, dass mein 32x32 Texturentag bald fertig wird. Ich bin fast geneigt, die Arbeit am 64x64 so gerade so, was die Modifikation angeht, einzustellen. Also das nur noch so normal zu updaten und dafür lieber mich mehr ums 32x32 Texturentag zu kümmern. Da habe ich mich vom Stil her zwar nicht am DokuCraft orientiert, aber es hat so was ein bisschen vom RPG-Maker-Style und von daher wird es auch ziemlich cool aussehen.
Oh Mann, das gefällt mir so gut. Ich bleib dabei. Und runter. Wir werden natürlich noch ab und zu ein paar Probleme haben, weil ich dann wieder keine Ahnung habe, welches Item was ist. Aber ich leg mich jetzt erstmal ins Bett. Und dann schön hier weiter. Ach, guten Morgen. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Ja, da brauchen wir jetzt mehr Sand. Doch, gefällt mir sehr gut. Nicht wahr, Chris? Sieht super schön aus, oder? Ja, ich sehe das ja nicht. Ich spiele ja immer im Default. Was ist mein Prozessor ist so schlecht? Oh, das tut mir leid. Und was ist mit dir, Inge? Was? Oh, meine Texturen sind alle braun. Habe ich mir das selber gemacht. Habe ich einfach so Sepia drüber gelegt. Okay, das ist Geschmackssache, ne? Oh, die Blätter sehen auch wunderschön aus. Warum soll ich eigentlich noch an meinen Texturen weiterarbeiten? Es gibt so viele andere schöne Texturenpacks. Und ganz ehrlich, ich habe meistens nur Stress damit. Wenn Leute alle meckern, dass ich nicht am Updaten komme und ich mal anderen Leuten versuchen zu erklären, dass ich neben den Let's Plays sowieso noch einen Job habe und dass das auch nicht viel einfacher macht und mich vielleicht auch noch um meine Familie und meine Freunde kümmern möchte.